Leute, ernsthaft, serious business jetzt. Ich erzähle euch heute was darüber, wie aus Spaß ernst wird. Und zwar wisst ihr ja, wir hier im Raum Zeitlabor haben jede Menge Spaß. Und wir haben so viel Spaß, dass das manchmal über die Grenzen des Raum Zeitlabors hinausschwappt. Zum Beispiel haben wir Spaß, wenn wir Pferdegrillen machen und das dann plötzlich bei Fefes Blog erscheint. Oder wir haben Spaß, wenn wir auf fremden Veranstaltungen sind und plötzlich irgendwie unsere eigene Überschrift auf der Rückblende-Seite kriegen mit der Überschrift RZL-Trollerei. Wir hier im Raum Zeitlabor sind zumindest teilweise ziemlich begabte Trolle. Und ich habe auch getrollt, wie ihr wisst, und habe mal eine Trollcon angekündigt, die als Spaß gemeint war. Und wie das so ist, aus Spaß wird manchmal ernst. Und in diesem Fall ist es auch so. Und wir werden vom 20. bis zum 21. Oktober? Ja. Oktober hier in den Räumen des Raumzeitlabors die erste internationale Trollcon abhalten. Und haben dazu schon einige Leute eingeladen und auch schon einige Zusagen erhalten von Leuten, die sich wirklich ernsthaft mit dem Phänomen des Trollens beschäftigen und darüber auch tatsächlich ernsthaft Vorträge halten wollen. Es ist also jetzt keine Blödsinnsveranstaltung oder Trollerei mehr, sondern aus Spaß ist ernst geworden. Und einer der Redner, die wir haben, ist zum Beispiel Stefan Krappitz, der eine Diplomarbeit über die Trollkultur im Internet geschrieben hat. Und der wird unter anderem hier bei uns ein bisschen was erzählen. Wir haben schon ein paar andere Zusagen bekommen, wo ich jetzt aber nicht zu viel verraten möchte. Das soll eine Überraschung werden, wenn das alles wirklich dingfest gemacht ist. Hier liegen überall diese wunderschönen Visitenkarten rum mit einem schönen Trollface und allen wichtigen Informationen auf der Rückseite. Nehmt sie mit, verteilt sie, schaut euch den Call for Participation auf der Webseite trollcon.de an. Wenn ihr selber Ideen habt, reicht sie ein. Und wenn ihr mithelfen wollt, sprecht Silcher, Unicorn oder mich an. Und hoffe ich, dass das dann im Oktober auch tatsächlich so eine coole Veranstaltung wird, wie es momentan den Anschein macht. Also wir haben schon gute Resonanz gekriegt und ich glaube, das wird ziemlich awesome. Und mal schauen. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch, dass das von einer Privatveranstaltung von uns dreien zu einer Veranstaltung des Raumzeitlabors wird. Schauen wir mal. Das war's auch schon.